Hallo meine Freunde, euer Coach hier, Sassy. Heute machen wir wieder ein richtig geiles Workout, 10 Minuten zum Mitmachen. Priorität auf jeden Fall auf den Arsch, also ihr werdet einen Knackarsch bekommen, aber natürlich spiele ich später wieder den Spielverderber, aber erstmal geht's los. Sporthose anziehen, wir sehen uns nach dem Intro. Also meine Freunde, seid ihr bereit für ein richtig geiles Workout? Okay, Sporthose anziehen, unbedingt mitmachen, unbedingt unten in die Kommentare schreiben, wie das war und mir unbedingt auf Instagram folgen. Weil da habe ich euch gefragt, welche Muskelgruppen wollt ihr sehen? Wir machen heute einen Ganzkörper-Workout, 10 Minuten, Priorität ein bisschen auf den Arsch, wird auf jeden Fall anstrengend und ihr könnt die Intensität selber bestimmen, indem ihr eure Pausendauer wählt. Das heißt, wir machen immer eine Übung, eine Minute und ihr wählt dann, ob ihr 50 Sekunden die Belastung macht und nur 10 Sekunden Pause oder nur 20 Sekunden Belastung und 40 Sekunden Pause. Für eine Übung haben wir immer insgesamt eine Minute Zeit. Das heißt, ich mache heute wieder 40 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause, dass ihr Bescheid wisst, okay? Alles klar, genug gesabbelt, geht jetzt direkt los und wir fangen an, wieder den Po vorzubelasten und auch gleichzeitig den unteren Rücken für die aufrechte Haltung, Schultern und so. Geht direkt los, 40 Sekunden, wir starten mit dem Paddeln, okay? Und es geht los. Paddeln, Oberkörper, hoch und runter. Nicht knicken, versucht möglichst gerade. Komm, noch 7 Sekunden, komm, dann haben wir 14. Und okay, gut, perfekt. Jetzt haben wir schon den Po ein bisschen vorbelastet, unteren Rücken. Und jetzt wollen wir schön aufrecht hochkommen. Das heißt, wir rudern, Brust schön raus, mit den Bändern. Ich habe natürlich vergessen zu erwähnen, geh los. Mit gestreckten Armen nach hinten und ihr geht ein bisschen in die Beine. Jetzt haben wir hier hinten wieder den Trapezschirm für die Bürotätigkeit. Und ich habe natürlich am Anfang vergessen zu erwähnen, die Kompressionsbänder müsst ihr euch natürlich holen. Dann braucht ihr auch nicht ins Fitnessstudio, ihr könnt alles zu Hause machen. Jede Bewegung, ob ich diese Bewegung jetzt am Gerät irgendwo mache oder mit den Bändern, völlig egal. Okay? Los, noch 12 Sekunden. Gas geben. Schön weit nach hinten. Schultern unten lassen, ganz nach hinten. Komm, noch 5 Sekunden. Okay, Pause. Gut. Jetzt stellen wir mehr Gewicht ein. Ihr könnt es einfach so ganz easy hier einstellen. Einfach noch die schwarzen Bänder mit dazu. Dann wird es ordentlich anstrengend. Und achtet auch immer darauf, dass ihr schön in die Hocke geht, weil wir wollen die Beine auch mit belasten. Also schön runter und jetzt rudern. Und schön nach hinten und Gas geben. Schultern unten, nicht hier oben, unten. Und Gas geben, komm, Gas geben. Gas geben. Gas geben. Und komm, noch 20 Sekunden. Gas geben. Komm, noch 15 Sekunden. Kannst auch mal wieder zur Seite von da filmen, dass man hinten sieht. Schön die Schulterblätter zurück, schön hier hinten zurück, zurück die Schulterblätter, noch 3 Sekunden, noch 2, noch einen, hier hinten zurück, okay, gut. So, jetzt machen wir ein bisschen was für den Bauch und zwar als erstes den Po hochrollen. Ihr wisst Bescheid, geht in 2 Sekunden los, Po hochrollen, okay. Der Kopf kann einfach liegen für den unteren Bauch. Wir wollen hier hochrollen, aus dem Bauch. Ihr versucht hier locker zu lassen. Hier locker lassen, nicht hier ausziehen, sondern aus dem Bauch. Hier. Die Spannung kommt andersrum, von hier. Die Beine gehen nur hoch, weil ihr den Bauch zusammendrückt. Okay, richtig schön hochrollen. Ganz nah rangehen.
Komm, noch 10 Sekunden. Komm. Okay, Pause. Jetzt andersrum. Jetzt haben wir schön den unteren Bauch. Jetzt machen wir gleich Kinn runter und hier mehr den oberen Bauch. Noch 10 Sekunden Pause, dann geht's los. Und noch 5 Sekunden. Noch locker kurz. Locker. Und es geht los. Komm hier. Kinn runter. Schön den Bauch anspannen. Ausatmen. Ausatmen. Beim Hochkommen, ausatmen. Guck schon mal auf den Zettel. Ausatmen. Komm, noch 10 Sekunden Gas geben. Noch 10 Sekunden, komm. Okay, gut, Pause. So, als nächstes brauchen wir wieder die Bänder. Ich mache jetzt mal die schwarzen ab. Und dann machen wir Kniebeugen. Jetzt haben wir die Beine auch schon vorbereitet, weil wir viel im tiefen Stand gemacht haben. Jetzt stellt ihr euch auf die Bänder drauf. Wir machen Kniebeugen und gleichzeitig von hier nach oben drücken. Kniebeugen. Hochdrücken. Da haben wir jetzt gleich schon die Schulter. Wir haben vorhin beim Rudern die hintere Schulter. Jetzt haben wir die gesamte Schulter mit dabei, Beine mit dabei. Schultern, Bizeps mit dabei. Und vom Gas. Runter, hoch. Runter, hoch. Und komm. Noch 5 Sekunden. Und danach machen wir Pause. Jetzt haben wir Schultern schon dabei, ein bisschen Trizeps. Und jetzt machen wir für die Damen Dips, weil ihr die untere Brust trainieren wollt. Für die Männer Liegestütz, damit der Strich hier auch nach oben geht. Damen möchten normalerweise keinen Muskelstrich hier oben haben. Deswegen für Damen nach unten. Okay, also Dips, Rücken gerade. Komm mal von der Seite. Von da. Rücken schön gerade. Und rausdrücken. Nicht einfallen hier. Rücken gerade. Hoch. Komm, 20 Sekunden. Wir haben noch 20. Komm. Schön gerade. Auch nicht hier vorne. Manche machen hier. Nein, hinten dran. Dran, gerade. Dran, gerade. Ah, shit, jetzt ist die Uhr ausgegangen. Ich sehe die Uhr nicht mehr. Okay, ich glaube, es ist vorbei. Ja, 40 jetzt. Okay, jetzt haben wir Brust. Jetzt machen wir Trizeps drücken. Jetzt haben wir schon zweimal den Trizeps vorbelastet. Jetzt machen wir nochmal hier irgendwo drüber. Und ihr könnt hier nach unten drücken. Wo ist die Uhr? Habe ich jetzt vergessen. Bisschen unorganisiert. Hier ist sie. Okay, geht los. Geh los. Zeitläuft. Hier nach unten drücken. Okay, ihr könnt die Gewichte selber abstimmen mit den Bändern, welche ihr nehmen wollt. Auf jeden Fall hier Tempo, Gas geben. Gas geben. Komm. Noch 25 Sekunden, Gas geben. 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Rücken schön gerade. Oh. Gut. Vorletzte Übung, 9. Übung, und zwar Rotation für den Bauch nochmal. Und danach machen wir die letzte Übung, nochmal eine Killerübung für die Beine. Jetzt kommt nochmal der Bauch dran. Und zwar nach hinten lehnen, soweit ihr könnt, und rotieren. Schön weit rüber. Okay? Noch besser wäre natürlich, wenn ihr ein Gewicht von hier rüber zieht. Also auch vielleicht mit den Bändern, die Bänder da festmachen, ziehen. Aber da muss man ein Band auch da haben, ziehen. Aber ihr könnt es jetzt erstmal so machen. Okay, hier. Ganz hinter den Körper. Los, noch 20 Sekunden, komm.
Komm, noch 10 Sekunden. Komm. Komm. Komm, noch 5 Sekunden. Okay, Pause. Gut. Letzte Übung, die wir machen. Nochmal für die Beine, Po, Hockstrecksprünge, okay? Achte darauf, dass der Rücken ein bisschen gerade ist. Keine Angst, dass die Knie nach vorne gehen. In keiner Sportart könnt ihr die Knie hinter den Fußspitzen lassen. So kann man keine Sportart machen. Deswegen keine Angst davor. Okay? Und geht los. Rücken gerade. Sprung. Gerade. Sprung. Runter. Schön gerade. Sprung. Schließen runter. Ist anstrengend, die Übung ist anstrengend. Noch 10 Sekunden, komm. Noch 7. Und Pause. Okay, ihr habt es geschafft. Okay, ihr habt es geschafft. Richtig geil. Ihr seht, man kann alle Übungen, die ihr im Fitnessstudio macht, könnt ihr natürlich auch mit den Bändern machen. Weil ich kriege immer die Frage, ja Sissi, aber im Fitnessstudio geht das ja nicht. Natürlich geht das. Oder andersrum, mit den Bändern geht das ja nicht. Es ist egal. Du hast eine Übung, zum Beispiel Rudern. Ob du am Gerät bist für 7.000 Euro oder ob du dir die Bänder machst und ziehst, ist nicht so der mega große Unterschied. Das sind die gleichen Bewegungen. Trizeps, über Kopf drücken, Rudern, alles gleiche Bewegung. Okay? Könnt ihr alles super gut machen. Bestellt euch gerne die Bänder, und zwar, von wem sind die? Coach Sessi müsste hier irgendwo stehen. Und jetzt spiele ich wieder wie immer den Spielverderber, den absoluten Spielverderber. Wenn ihr denkt, dass ihr damit, mit dem Workout, einen tollen Körper kriegt, Sixpack, wie auch immer, leider muss ich euch enttäuschen. Es ist immer, aber auch wirklich immer in der Kombination mit der Ernährung. Es geht gar nicht anders. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr ein Leben lang euren Traumkörper bekommt, ihr werdet es 100% verstehen, dann guckt die 5 kostenlosen Videos in der Free Tour. Da erkläre ich ganz genau, wie ich 1000 Kunden dazu gebracht habe, dass sie ihren Traumkörper bekommen und ein Leben lang halten, und zwar ohne auf was zu verzichten. Erkläre ich da ausführlich, kann ich jetzt nicht. Das war jetzt erstmal das Workout, und Like-Button natürlich rasieren, und bis bald, euer Coach Sissi.